Einen wunderschönen guten Tag und herzlich willkommen aus der Hansestadt Hamburg. Und zwar stehen wir hier schön an der Binnenalster und haben für euch natürlich wieder mal ein ganz besonderes Elektroauto vorbereitet. Ich kann schon verraten, es hat 660 Newtonmeter Drehmoment. Es hat zwei Elektromotoren a 150 kW, macht zusammen 408 PS. Und es ist ein Auto, was man nicht alltäglich im Alltag sieht. Und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Einfach Elektrisch. Bevor wir losstarten und ich euch verrate, um welches Schmuckstück es heute geht, schaut ihr bitte mal nach, ob ihr schon Teil der Einfach Elektrisch Community seid. Wenn nicht, würde ich mich freuen, wenn ihr dazu stoßt. Ein Abo bei YouTube ist ja kostenfrei. Aber eben nicht umsonst, weil ihr könntet mich im Kanalwachstum extrem unterstützen. Und wir wollen ja gemeinsam auch noch vor Ostern die 10.000er Marke durchbrechen. Also seid mit dabei bei einem ganz besonderen Auto. Wir haben vorbereitet für euch hier an der Binnenalster den Volvo C40 Twin Recharge Pure Electric in der First Edition. Und First Edition, das erkläre ich euch, was das alles Tolles bedeutet. Wir starten hier beim C40 nämlich, und deswegen bin ich auch heute mal ausnahmsweise hinten, mit einer richtig schönen, coupéhaften Linie. Da gehe ich aber später noch mal näher drauf ein. Und wie immer starten wir natürlich von vorne und schauen auf die Frontpartie des Volvo C40 und finden natürlich gewisse Ähnlichkeiten auch zum XC40. Das ist sozusagen ja der limousinenartige Bruder. Hier verbaut sind sogar die Pexel-LED-Scheinwerfer, die es im XC40 ab dem Facelift gibt, die man aber vergleichen kann mit einem Matrix-LED-Scheinwerfer. Was wir natürlich haben, ist hier das wunderschöne Volvo-Logo. Beheizt. Hier ist nämlich auch der Radarsensor verborgen und vom 360-Grad-Kamerasystem die Frontkamera. Und wie bei allen batterieelektrischen Fahrzeugen bei Volvo haben wir natürlich hier den verblendeten geschlossenen Kühlergrill, weil wir natürlich gar nicht so viel Kühlluft benötigen für die Elektromobilität. Wir haben hier unten nur fürs Thermalmanagement einen kleinen Schlitz und an den Seiten schaut mal bitte so angedeutete Air Curtains. Air Curtains, wenn sie luftdurchlässig wären, sollen ja die Luft um die Räder, die Vorderräder herumleiten. Das hat man sich hier gespart. Und wenn man sich mal so diese Bulligkeit der Frontpartie anschaut, dann sprechen wir natürlich nicht um den CW-Wert besten Wagen seiner Klasse. Und natürlich steht der Volvo C40 auch auf dicken, fetten Puschen. 19 Zoll Winterbereifung, 235er Schlappen, aber 50er Profil. Und das finde ich auch gut, weil je mehr Profil wir haben, umso mehr Komfort und haben wir natürlich dann auch im Fahrzeug selber. Optional bekommt man natürlich auch noch wesentlich größere Räder, gerade dann auch auf Sommerrädern. Da gibt es auch für den C40 spezielle Felgendesigns. Und hier seht ihr nochmal diese schöne Designlinie mit dem Tomahawk im LED-Design. Daran erkennt ihr Volvo. Das ist das typische Erkennungsmerkmal und das hat natürlich auch der C40. Wir haben hier natürlich eine sehr, sehr schöne, wie ich finde, zweifarbige Lackierung. Zum einen haben wir natürlich hier Kunststoff um die Radhäuser. Das würde ich mir optional natürlich auch so lackiert wünschen, wie diese wunderschönen Außenspiegel, die natürlich auch optional abblendend und elektrisch anklappbar sind. Das Dach ist natürlich hier, ihr seht es schön, auch in diesem Schwarz-Hochglanz. Und so haben wir im Prinzip diese Zweifarbigkeit aus dem wunderschönen Mittelblau-Metallic in Verbindung dann natürlich mit dem Schwarz-Hochglänzen. Das sieht frisch aus, das sieht modern aus. Leider haben wir hier noch analoge Türgriffe, die hätte ich ja gerne auch. Oh, jetzt klappt der Spiegel an. Ich habe nämlich das Komfortschließen betätigt. Das heißt, ihr könnt natürlich auch kontaktlos in das Fahrzeug ein- und aussteigen. Über den Schlüsselsensor. Das macht Volvo wie immer brillant. Nein! Volvo! Warum denn dieser kleine Haifischflosse auf dem Dach? Wäre das nicht schön, wenn die Dachlinie einfach flach hier runtergehen würde? Andere Hersteller können es ja auch, da die Technik GPS, Mobilfunk, Radio, was auch immer alles in dieser Flosse drin steckt, in die Karosserie, in die Außenspiegel und in die Scheiben zu integrieren. Aber wenn wir hier schon mal sind, Steffen, schau mal, wir haben hier wie so einen angedeuteten Heckspoiler, aber in Wirklichkeit, das kann ich euch verraten, ist es gar kein angedeuteter Heckspoiler, sondern man muss natürlich bei der coupéartigen Linie
die Scharniere der Heckklappe unterbringen. Und da hat man sich, die Frau Sachs, die das Fahrzeug designt hat für Volvo, dann überlegt, dann machen wir im Prinzip wie so angedeuteten Heckkantenspoiler. Da muss ich euch sagen, drehschick, das ist wirklich Schwedenstahl, as it's best. Und das natürlich richtig geil, auch hinten mit so einem Heckkantenspoiler. Da wird jede junge und auch ältere Dame, glaube ich, glücklich, wenn sie dieses Auto fährt. Wo sich Volvo natürlich auch mit seinen Design-Personen Gedanken gemacht hat, rum um Frau Sachs, ist natürlich hier über dieses markante Rücklicht. Und das hat man nicht wie sonst üblich in so einem durchgehenden LED-Leuchtband gemacht. Das wird ja schon so langsam langweilig, sondern man hat hier so 1, 2, 3, 4 LED-Elemente gemacht und hat das dann hier unten schön um die Rückleuchte herumgeschwungen. Da muss ich euch sagen, das ist mal ein frisches Design. Es polarisiert. Es ist so ein komfortables, zurückhaltendes Understatement. Und das ist auch genau das, was, glaube ich, die Volvo-Kundschaft liebt. Die möchte ja gar nicht diesen brachialen Auftritt haben, zum Beispiel eines Mercedes-AMGs, sondern die möchte eigentlich ganz smart, ganz schick, ganz unauffällig mit einem luxuriösen Premium-Fahrzeug vorfahren. Ich muss sagen, das ist schon ganz geil gemacht hier so mit dem Spoilerchen, ne? Also bei so einem SUV erwartet man ja gar nicht so ein Spoilerchen. Und wir schauen natürlich mal, ob wir auch sensorgesteuert. Ja, schaut mal, da natürlich rein elektrisch die Heckklappe geöffnet bekommen. Und wir haben gegenüber der Limousine exakt 1 Liter Kofferraumvolumen eingebüßt. Statt 414 Liter haben wir 413 Liter Kofferraumvolumen. Und wir haben natürlich, wie war Volvo bekannt, übrigens einen Regenschirm, das war mega praktisch, den hätten wir gestern gebrauchen können. Natürlich auch hier so ein schönes Fach, was man zum einen so schön aufstellen kann, das arretiert sich, schau mal, da kann man schön den Laderaum unterbrechen, Steffen. Und wir haben natürlich hier drunter auch nochmal so einen doppelten Ladeboden, wo wir ein Trennnetz, wo wir Warnwesten oder vielleicht sogar ein Typ 2 Kabel verstauen können. Und natürlich kann man auch das wunderbar nutzen, um vielleicht dann auf der Reise noch Gepäck zu verstauen. An der Seite haben wir so kleine Taschen. Schau mal, da ist der Verbandkasten drin. Was wir leider hier nicht haben, finde ich, ist halt so eine mega helle Kofferraumbeleuchtung. Das sieht man natürlich bei Tag nicht. Ich habe es natürlich gestern Abend schon gesehen. Da würde ich mir übrigens bei allen Fahrzeugherstellern, auch wenn wir hier 1, 2, 3 Lampen haben, einfach mal LEDs wünschen, die einfach ein bisschen mehr Power haben, weil wir haben ja auch einen großen Akku. Und mit dem großen Akku können wir natürlich dann halt auch ein bisschen Elektrizität in die LED geben. Und was ich genial finde bei Volvo, dass wir natürlich auch hinten in der Rücksitzlehne ein Durchreichefach haben, um dann zum Beispiel Skier oder auch aus dem Baumarkt mal lange Gegenstände zu transportieren. Ich glaube, das ist immer auch ein Merkmal, was man gut gebrauchen kann, weil jeden, gerade die Skifahrer unter euch, wird sowas natürlich höchst erfreuen. Wem das alles nicht reicht, die 413 Liter hier, die Durchreiche nach vorne, der kann natürlich auch von hier die Rücksitzlehnen entriegeln. Schaut mal, elektrisch klappt die Kopfstütze nach vorne, finde ich richtig geil. 60-40 das Verhältnis. Und dann haben wir hier mit dem doppelten Ladeboden eine richtig schöne ebene Fläche, wo wir bis unters Dach 1205 Liter Ladevolumen haben. Einziger Kritikpunkt, dass wir hier komfortabel einen Druckschalter haben, um das zu erledigen. Das wäre dann nochmal das Highlight, vielleicht in der Verbesserung fürs Facelift. Und natürlich wollen wir uns auch so ein bisschen die Dimension des Volvo C40 anschauen. 4,44 Meter lang, 1,87 Meter breit plus Außenspiegel. Da wird es schon in der Baustelle auf der linken Spur eng, aber nur 1,59 Meter hoch. Das typische SUV-Maß ist ja 1,61, 1,62 und damit will Volvo natürlich neben seiner coupéartigen sportlichen Design halt eben auch die gesamtsportliche Linienführung dokumentieren. Leergewicht ohne Olli 2,2 Tonnen. Steffen ist ein Fuchs. Der hat es wieder sofort erkannt, wo ich gar nicht drauf geachtet habe in meiner Oberflächlichkeit. Übrigens hier hinten, wir haben Mischbereifung 255 45 R19, damit wir einfach auch, und da kommen wir jetzt zu, diese brachiale Power dieses Fahrzeugs, 660 Newtonmeter Drehmoment. Wir haben einen 150 kW 204 PS Frontmotor, der die Vorderachse ansteigt. Ich sprinte mal schnell rüber.
und einen 150 kW 204 PS Heckmotor, der die Hinterachse antreibt, zusammen Allrad mit 408 PS. Das heißt, in 4,6 Sekunden können wir von 0 auf 100 km/h beschleunigen. Wir haben hier unten im Boden einen Akku verbaut mit 75 kWh netto, wo Volvo WLTP-Reichweite von 444 km angibt. Da sage ich euch gleich. WLTP-Verbrauch ist 20,7 Kilowattstunden. Ich hatte ja den XC40, schaut gerne mal in der Playlist, auch auf einem längeren Roadtrip, und habe dann auf der Autobahn natürlich irgendwo Mitte 20 Kilowattstunden verbraucht. Bin natürlich auch immer so 130, 140, 150 gefahren. Was wir natürlich auch haben, Steffen, folgt mir mal bitte, ist einen Ladeanschluss um die 75 Kilowattstunden netto, also dieses Heck mit dem Spoiler. Und hier oben, ne, schaut nochmal, die Scharniere ist einfach genial. Wir haben natürlich auf der Fahrerseite den klassischen CCS-Anschluss, das heißt oben Typ 2, dreiphasig 11 kW, gute 6,5-7 Stunden, wo wir dann von 0 auf 100% laden können. Und wir haben DC, dann natürlich auch den großen HPC-CCS-Anschluss, wo wir mit bis zu 150 kW im Peak dann laden können. Ladezeit waren von 10 auf 80% circa 35 Minuten. Das müssen wir natürlich auch nochmal wann anders auf einer ausgiebigen Testfahrt ausprobieren, ob Volvo da zwischenzeitlich schon was an der Ladekurve gemacht hat. Er ist jetzt nicht der schnellladendste. Er bewegt sich da innerhalb seiner Konkurrenz VW ID.5, Q4 Audi e-tron Sportback und natürlich auch Skoda Enyaq. Starten tut er übrigens ab 62.000 Euro plus eine entsprechende Aufpreisliste. Viele Dinge hat er serienmäßig, einige Dinge müssen optional genommen werden, sodass man schnell mal auch bei 70.000 und mehr landen kann. Ja, also Komfortschließen haben wir zumindest nicht an der vorderen Haube. Was wir aber an der vorderen Haube haben, wir haben also hier den typischen Ziehhebel, wie wir es auch von den Verbrennern früher kannten, und können dann natürlich auch hier die Haube des Volvo C40 öffnen. Beim XC40 hatten wir einen tollen Frunk, und diesen tollen Frunk, übrigens Gasdruckfedern, VW-Konzern, richtig nice, kann ja nicht so teuer sein. Was mir hier so ein bisschen fehlt, ist die Dämmung, aber das brauchen wir nicht, weil wir natürlich hier nochmal eine Klappe haben, um dann hier vorne diesen kleinen Frunk mit seinen 30, 40 Litern, ich weiß es gar nicht, was es genau sind, schreibt es gerne in die Kommentare, wenn ihr es wisst, aber schön auch mit dem Boden ausgelegt. Hier können wir auf jeden Fall Ladeequipment reinpacken. Ich glaube, auch ein Juice-Booster würde sogar hier reinpassen oder ein Energy-Kick. Und was wir natürlich auch haben, ist das Einfüllstützchen zum Wischwasser. Und jetzt schauen wir noch mal, wie Schwedenstahl sich anhört, wenn wir dann die Riesenhaube des C40 schließen. Ah, da müssen wir noch mal ganz sachte nachdrücken. Mit meinen zarten 99, Periode 9 Kilo, ja kein Thema. Steffen! Einfach verglast, aber Harman Kardon Sound, ey. I love it. Und ich glaube, das ist da auch der perfekte Übergang, um jetzt mal sich den Innenraum anzuschauen und zu gucken, was Volvo hier Tolles bereitgestellt hat. Ich mache die Lüftung mal ein bisschen runter, dann pustet die nicht so oder mache sie aus. Und schaut doch bitte mal in die Türverkleidung des Volvo C40. Und da ist ja so ein bisschen mein Gusto in zwei Hälften gespalten. Zum einen richtig geil, nur für den C40, so ein ganz besonderes Interieurelement, was sogar durch die Ambientebeleuchtung entsprechend hinterleuchtet und beleuchtet wird. Das können wir jetzt leider nicht sehen, dafür müsste es dunkel sein. Und wir haben hier bei der First Edition halt diesen Teppichboden halt auch entsprechend fast annähernd zur Wagenfarbe. Schaut mal bitte hier das hellblau, dann das findet sich hier wieder. Auch schaut mal bitte in den Fußmatten, hier im Teppichboden. Und Volvo hat natürlich möglichst viele recycelte Materialien verwendet, was sich natürlich dann auch so ein bisschen Hartplastik hier oben leicht unterschäumt. Das finde ich gut. Aber das ist halt schon mächtig viel Kunststoff. Und das in einer Fahrzeugklasse 62K plus, muss ich euch sagen, hätte ich mir ein bisschen mehr gewünscht. Harman Kardon Soundsystem ist, soweit ich weiß, serienmäßig, finde ich richtig gut. Wir haben Memory-Sitze mit zwei Speicherfunktionen und haben hier eigentlich relativ metallische
Türöffner. Da muss ich euch sagen, das finde ich richtig gut. Hier passt auch eine große PET-Flasche rein, nicht nur eine kleine, so wie ich habe. Und hier kann man auch schön nochmal was verstauen. Also von daher haben wir hier gute Möglichkeiten. Elektrische Sitzverstellung natürlich on board. Das ist alles hier natürlich Standard. Herzlich willkommen im Innenraum des Volvo C40. Und auch da habe ich gemischte Verhältnisse. Übrigens, wir haben hier kein Panorama-Glasdach zum Öffnen, sondern ein durchgehendes Glasdach, was man nicht öffnen kann. Das ist natürlich dieser Coupé-artigen Linie ein wenig geschuldet. Ist aber richtig schön, dass gerade die Fondpassagiere da halt auch im Dunkeln bei freier Sicht die Sterne sehen können. Ja, lasst uns nach vorne kommen, hier zum Multifunktionslenkrad. Das ist typisch Volvo, hier natürlich auch mit dem Volvo-Logo. Schönes, vernünftiges Leder. Ich würde vielleicht sogar sagen, es könnte auch ein Kunstleder sein. Volvo baut nämlich inzwischen, glaube ich, auch viele lederfreie Fahrzeuge. Das ist auch beim Volvo C40 im Übrigen so, was wir natürlich in der Höhe und in der Neigung entsprechend manuell verstellen können. Wir haben natürlich hier ein riesengroßes Fahrerdisplay. Steffen, wenn du da vielleicht mal so ein bisschen hinfährst. Und da muss ich euch sagen, das ist mein Hauptkritikpunkt, weil wir eigentlich hier nur zwei, drei Ansichten haben. Zum einen haben wir diese Ansicht, hätten wir jetzt eine Navigation gestartet, hätten wir da Richtungspfeile. Dann können wir natürlich nochmal umschalten, haben dann die Navigationskarte. Das gefällt mir sehr, sehr gut. Und wenn wir hier vorne auf die Null-Taste rechts im Lenkrad drücken, dann bekommen wir noch den Tageskilometer Zähler. Ich bin natürlich hier nur ein kurzes Stück bis jetzt gefahren und deswegen stehen dann natürlich über 78 Kilowattstunden pro 100 Kilometer. Das werden wir natürlich nachher beim Fahren nochmal testen, wo wir da hier im Stadtverkehr in Hamburg landen. Das war's, Freunde. Und da muss ich euch sagen, das ist mir einfach in dieser Fahrzeugklasse zu wenig. Ergänzend zum Fahrerdisplay haben wir natürlich hier die Infotainment-Einheit. Übrigens sehr schön, sehr wertig mit diesen metallischen Lüftungsdüsen gemacht. Aber schaut mal, erstmal vertikal finde ich, ist nicht mehr so ganz zeitgemäß. Ich finde horizontale Displays schöner, aber das ist natürlich Geschmackssache. Wir haben ja auch nicht so ein Riesendisplay wie zum Beispiel in einem Tesla, sondern wie ich finde für ein Fahrzeug 2022 ein relativ kleines Display. Was wir aber haben, und das ist die Besonderheit, wir haben hier Android Automotive verbaut. Und da muss ich euch sagen, schaut bitte mal hier auf die Reaktionsfähigkeit. As it's best, da gibt es kaum Fahrzeuge, die das in dieser Geschwindigkeit können. Und da baut natürlich die ganze Google-Erfahrung hier in dieses Android Automotive mit ein. Und da muss ich euch wirklich sagen, das ist Schnieke. Und da testen wir jetzt natürlich auch gleich die Sprachbedienung. Hey Google, fahr mich zum Viktualienmarkt nach München. Nach Viktualienmarkt navigieren. Schaut doch bitte mal an, wie schnell das geht. Da muss ich euch sagen, 7 Stunden, 11 Minuten, das waren jetzt gefühlt 5, 6, 7 Sekunden. Natürlich bitte Ladestopps hinzufügen, weil wir natürlich nicht, obwohl wir vollen Akku haben, bis nach München die 800 Kilometer schaffen würden. Ihr seht, wie schnell das gemacht ist. Ihr habt natürlich hier auch einen Aral Pulslader, 300 kW. Wir haben Ionity, wir haben Allego dabei, wir haben Fastnet dabei und wir sind am Viktualienmarkt inklusive State of Charge, inklusive Ankunftszeiten. Da muss ich euch sagen, das ist richtig, richtig gut. Wenn ihr in die Station selber reinschaut, bekommt ihr sämtliche Informationen inklusive Verfügbarkeit. Richtig klasse. Das ist eigentlich der Standard, der, wie ich finde, in jedes Fahrzeug gehört. Das kann momentan nur Tesla und der Mercedes EQS. Wo ich noch so ein bisschen zögerlich bin, ist mit Verlaub bei der optischen Darstellung. Das ist zwar alles scharf, aber es ist halt sehr einfach gekachelt. Da kann man, glaube ich, heutzutage auch ein bisschen mehr fürs Auge tun. Der Google Assistant, ihr habt ihn eben gesehen, ist einfach überragend. Wir haben natürlich auch noch einen Range Assistant dabei, wenn wir mal mit niedrigen Akkuständen agieren. Wir können auch jederzeit über Sprache die nächste Ladesäule suchen. Das ist alles sensationell. Und wir sind zukunftsfähig, weil wir natürlich durch Android Automotive auch den Google Play Store dabei haben, wo wir natürlich immer mehr Apps bekommen. Momentan leider nur YouTube Music, noch kein YouTube Player. Da würde ich mich natürlich freuen, weil dann könnt ihr natürlich während des Ladevorgangs nicht nur mit Encharge kostenfreie Kilometer über Internet-Einkäufe in euer Auto verladen. Das ist ja das System, was ich immer so gerne nutze. Schaut da gerne mal in die Videobeschreibung nach, wie ihr kostenfrei laden könnt, frei Kilometer durch Internet-Einkäufe
dann bekommt und das mit Encharge verladet, sondern ihr könnt dann halt eben auch mit dem YouTube-Player einfach elektrisch Videos während des Ladevorgangs gucken und so kann man doch die Zeit am besten überwinden. Werbeblock! Ja, folgt uns gerne bei Facebook, Twitter und Instagram und natürlich hier auf Einfach Elektrisch. Und wenn ihr in der Videobeschreibung nachschaut, da haben wir jetzt sogar einen Merch-Shop, wo wir richtig geile Hoodies, T-Shirts, Tassen, Kissen, alles mit Einfach Elektrisch haben. Also gerne mal in die Videobeschreibung schauen und in den Merch-Shop von Einfach Elektrisch gucken. Werbeblock Ende. Zurück zum Volvo C40. Schaut bitte mal dieses Interieurdesign, diese Schiene hier an. Da muss ich euch sagen, das gefällt mir wirklich mega gut. Das ist schön zurückhaltend. Und das ist halt auch das, was ich ein bisschen schade finde, wenn man hier auf das Armaturenbrett schaut. Das ist halt so leicht unterschäumter Kunststoff. Ah, Volvo in der Premium-Kategorie über 60 oder 70k dann beim C40. Da hätte ich mir schon so ein schönes Kunstleder gewünscht. Und vielleicht dann hier, schau mal, mit so einem Keder und einer Naht. Das wäre natürlich dann nochmal das i-Tüpfelchen des Innenraums. Schaut doch bitte mal, wie viel Liebe zum Detail Volvo auch in die sehr gut Seitenhalt bietenden sportlichen Sitze getan hat. Zum einen haben wir hier wirklich schönes, weiches Kunstleder, dann auch schön mit dem Ditching und der weißen Naht. Und wir haben natürlich hier oben am Rand auch nochmal ein schönes, fettes Keder-Ditching. Da muss ich euch sagen, das finde ich richtig, richtig edel hier gemacht, dann mit den Nähten auch hier so um die Kopfstütze herum. Dann in dem Mittelteil haben wir so ein ganz schönes, ja, früher hätte ich gesagt Alcantara, das ist aber geschützt als Begriff, wahrscheinlich so eine Mikrofaser, bei Porsche heißt es ja sogar Racetex. Wir können hier nochmal die Sitzschiene verlängern, das ist natürlich gerade gut für Menschen, die extrem lange Beine haben. Und da muss ich euch sagen, das ist ein Interieur, was mir sehr, sehr gut gefällt. Kommen wir noch zur Mittelkonsole. Zum einen haben wir hier, wie ich finde, eine sehr, sehr schöne Smartphone-Halterung. Das heißt, wenn ihr hier euer Telefon reinstecken wollt und es schon geladen ist, könnt ihr es hier hervorragend laden und dann bleibt das dort. Das kann man aber auch zuklappen. Hat hier eine schöne induktive Ladefläche in der Mitte. Links und rechts kann man noch ein paar Sachen hinpacken. Wir haben natürlich hier zwei USB-C-Anschlüsse und natürlich auch den klassischen 12-Volt-Anschluss. Anschluss, wo man sogar auch eine Kühlbox ranmachen kann, bis 120 Watt. Und wir haben hier, Steffen, guck mal, so einen richtig schönen, früher hätte ich gesagt Gangwahlhebel, wo wir hier die Fahrstufen regeln können. Aber was mir hier fehlt, ist irgendwie so ein bisschen Kunstleder. Oder schreibt es doch mal in die Kommentare, vielleicht noch mit so einer Naht, dann wäre es doch noch schicker. Fahrstufen könnt ihr hier regeln, rückwärts, neutral, D und P wie parken. Und was das Highlight ist, sind nicht diese Getränkehalter hier, sondern hier, Steffen, guck mal, ein schöner Abfallbehälter. Das finde ich mega, mega praktisch. Habe ich übrigens außer bei Volvo noch nirgendwo gesehen, plus ein riesengroßes Staufach. Und gerade wenn man dann seine Bollos und alles Mögliche hat, dann kann man das rausnehmen, sehr, sehr schön entleeren und hat so eigentlich immer auch einen Abfallbehälter an Bord. Wer das nicht braucht, nicht benötigt, hat hier aber nochmal die Möglichkeit, auch das als Fach zu nutzen. Also von daher haben sich da, finde ich, die Innenraumdesigner was richtig Gutes ausgedacht. Ja. Wo ich nochmal darauf hinweisen muss, ihr seht es mir bitte nach, ist auf das Handschuhfach. Und zwar diesmal gar nicht mal um die Größe, das ist so ein Standardfach, aber hier ist wirklich scharfkantiges Hartplastik. Und da muss ich euch sagen, das ist echt ein bisschen too much, Volvo. Also da erwarte ich in der Preiskategorie wirklich ein bisschen mehr. Aber man wird ja wieder beruhigt durch diese schönen farbigen Fußmatten mit dem farbigen Teppich auch in den Türen. Steffen, bei dir rechts, das sieht richtig, richtig gut aus. Und wir kommen zu Steffens Lieblingsfrage. Passt der Olli mit seinen rezarten 99,periode 9 Kilo auf die Rückbank durch die Tür des Volvo C40? Ich glaube, das ist gar nicht mal die Aufgabenstellung, sondern die Aufgabenstellung ist, stößt er sich den Kopf oder nicht? Erinnert euch bitte an meine Videos in 2021. Zum einen mit dem Polestar 2 habe ich mir exakt hier den Kopf gestoßen beim Einstieg durch diese Coupé-artige Linie und habe es kurz vor Weihnachten ein zweites Mal geschafft, bei der Mercedes S-Klasse, dem Plug-in-Hybriden S580e. Beide Videos findet ihr auf dem Kanal. Auch da habe ich mir durch das Heck hinten an der S-Klasse, was so Coupé-artig abfällt, den Kopf gestoßen. Das wird mir natürlich heute nicht passieren. Guckt mal bitte, wie lang dieses Türblatt ist. Hier musst du wirklich, Steffen, schau mal, wenn du zu nah dran stehst, aufpassen, dass du dir hier nicht irgendwie
die Tür an Körperhaus oder wenn du ein bisschen kleiner bist als Kind, vielleicht sogar die Tür hier ans Kinn haust. Ah, das ist schon mega lang, aber es bietet halt einen guten Einstieg, sodass man dann auf den zwei Isofix-Kindersitzbefestigungen auch gut A, den Kindersitz reinbekommt und B, natürlich auch gut seine Kinder in den Kindersitz reinsetzen kann und wieder herausnehmen kann. Aber jetzt mit dem Olli, Kopf eingezogen und durch. Oh, oh mein Gott. Oh yeah, baby. Steffen sagt, ist er erstmal drin, dann ist er drin. Jo, Steffen, bin ich drin, ne? Und drin habe ich eigentlich ganz gut Platz, weil hier der Beifahrersitz auf der B-Säule eingestellt ist. Ich habe hier sogar eine schöne Mittelkonsole. Übrigens, das hatte ich in meinem Tesla Model S Performance leider nicht. Mit zwei Becherhaltern habe ich so ein bisschen vermisst, wenn wir mal zu viert auf Reisen waren. Ja, wir sprechen über 4,44 Meter und nicht über ein großes Mega-SUV alias dem XC90, den es ja hoffentlich bald auch rein batterieelektrisch gibt. Da hätten wir natürlich wesentlich mehr Platz. Wir haben hier schöne Netze, wo wir dann auch mal eine Zeitung oder andere Dinge verstauen können. Wir haben natürlich hier auch einen entsprechenden, beziehungsweise zwei USB-C-Anschlüsse. Wir haben hier nochmal separat Lüftungsdüse. Das finde ich gerade im Sommer und im Winter wichtig, dass man halt auch den Frontbereich schön erwärmen oder im Sommer kühlen kann. Und wir haben natürlich hier auch, glaube ich, zu viert ordentlich Platz, um mal auf der Kurzstrecke oder auf der Mittelstrecke zu verreisen. Einzig, was mir leider nicht so gut gefällt, ist hier, Steffen, schau mal bitte, wieder so ein riesen Hartkunststofffeld, was sich auch so über die Türverkleidung, wenn du da nochmal auf die andere Seite rüber gehst, nach sich zieht. Da hätte ich mir schon von Volvo ein bisschen mehr Qualität vielleicht erwarten dürfen. Und auch hier an der Rücksitzlehne, das ist halt eben nicht wie hier oben mit Kunstleder, mit übrigens, guck mal, schick hier mit der Naht im Ditching, nicht im Kunstleder, sondern halt auch mit so einem Hartplastik gemacht. Und da glaube ich, wenn hier Kinder im Kindersitz sitzen und mit den Füßen hier so ein bisschen an dem Sitz scharen, bekommt man da wahrscheinlich relativ schnell auch mal einen Kratzer. Was mir übrigens auch nicht gefällt, Steffen, wenn du mal nach ganz unten gehst, ist halt dieser dicke, fette Kardantunnel. Wahrscheinlich ist da Akku-Pack noch mit drin. Ich weiß nicht, wo es für einen Sinn macht. Eigentlich brauchen wir das in der Elektromobilität ja nicht. Die rein batterieelektrisch konzipierten Fahrzeuge sind natürlich auch ohne so einen Kardantunnel gebaut, weil wir gar keine Kardanwelle haben und dementsprechend den Platz halt anders nutzen können. Und gerade wenn man mal auf der Kurzstrecke vielleicht auch mal zu dritt irgendwo schnell hinfahren möchte, dann stört das halt mächtig. Ach, ist das schön. Ich liebe ja Glasdächer. Was mir aber fehlt, ist hier irgendwie so ein Rollo. Das müssen wir auch mal im Sommer testen, ob hier Wärme, ihr kennt es von meinem Audi e-tron GT, das ist wie eine umgedrehte Kochplatte, wo dann die Hitze durch die Sonne, gerade im Hochsommer, wie so eine Herdplatte auf einen strahlt. Ja, schön gemacht mit dem Glasdach in jedem Fall. Und schau mal, Steffen, hier haben wir so das Schweden-Ditching nochmal. Das zeigt ja auch natürlich, wo der Volvo herkommt, aus unserem wunderschönen nordischen Land Schweden. Und wir wissen, dass Schweden ja insbesondere auch extrem sichere Autos bauen. Und das ist natürlich hier auch beim Volvo C40 in jedem Falle gegeben. Ist Hamburg nicht schön mit seinen historischen Gebäuden? Und das ist doch die ideale Atmosphäre, um jetzt auch den Volvo C40 beim Fahren zu erleben. Hört mal schön den Blinker knacken. Ah, das ist doch mal eine tolle Lautstärke. Nicht zu laut, nicht zu leise. Übrigens, wir haben natürlich hier neben der Sitzheizung auch die Lenkradheizung. Können wir beides in drei Stufen verstellen. Ich habe mir das hier erstmal hier so ein bisschen puschelig gemacht. Schöne 22 Grad. Und das ist natürlich auch eine gute Reisetemperatur. Ja, wir wollen mit euch jetzt mal feststellen, wie fährt sich der Volvo C40? Ausführlich haben wir ja schon den XC40 getestet. Da können wir vieles ableiten. Schaut da gerne mal in die Roadtrips. Da sind wir ja fast 2000 oder über 2000 Kilometer mitgefahren, auch mit entsprechenden Ladekurven, weil wir natürlich heute ein bisschen zeitlich eingeschränkt sind, hier bei den Volvo Winterfahrtagen und leider jetzt nicht auf die Autobahn und auf die Landstraße kommen werden, sodass wir hier nur einen City-Verbrauch später mal bei Ankunft ablesen können. Ja, da habt ihr ausführliche Daten bei dem XC40 und ich glaube, das lässt sich auch relativ identisch auf den C40 übertragen. Vielleicht ist er durch seine Coupé-strömungsverbesserte Linie vielleicht ein Kilowattstündchen besser im Verbrauch, aber das sind marginale Unterschiede. Was mir sehr, sehr gut gefällt beim XC40, das ist auch im C40 so, dass wenn ich im Prinzip vom Strompedal gehe, er sehr, sehr stark rekuperiert. Ihr könnt das hier sehen. Ich
fahre mal in so eine Parkbucht rein und das bis zum Stillstand. Das gefällt uns ja bei batterieelektrischen Fahrzeugen so gut. Und jetzt gebe ich einfach wieder Gas und er rollt weiter. Das heißt, wir haben hier im C40 auch das perfekte One-Pedal-Feeling. Lassen wir ihn fliegen. 50, alter Schwede. Ich glaube, das waren keine 3 Sekunden. Alter Schwede, was ist hier los, Volvo? Ich muss euch sagen, das ist Tesla-Feeling pur. Hier, 408 PS, 660 Newtonmeter, unter 5 Sekunden auf 104,6. Und der hat brachial. Und ich trete einfach drauf und er geht sofort los. Geil! Das ist ja das, was wir an der Elektromobilität lieben, dass er halt sofort Power hat, sofort Drehmoment hat und eben nicht erst dieses 21, 22 und dann geht's los Feeling. Nein, Volvo, sehr geil, draufdrücken und Spaß haben! Viele von euch werden natürlich auch den Volvo C40 im urbanen Umfeld nutzen, bei 30 km/h. Haben wir 63 Dezibel, das ist natürlich ein sehr, sehr guter Wert. Und bei 50 km/h? 63, 64 Dezibel, auch das ist ein sehr, sehr guter Wert, weil wir da natürlich auch in dieser Klasse bleiben. Paradebeispiel war ja immer der VW ID.3 mit seinen 61 Dezibel, respektive auch mein Kia e-Niro. Und da ist natürlich auch der Volvo hier hervorragend gedämmt. Ist Hamburg nicht schön so mit seiner Hafen City und natürlich der neuen Elbphilharmonie? Die wollen wir uns natürlich mal mit dem Volvo C40 gemeinsam anschauen. Ich muss euch sagen, er ist ein sehr, sehr komfortabler Wegbegleiter hier. Er ist straff, aber sportlich abgestimmt, aber in keinem Falle unbequem. Und ich glaube, so im urbanen Umfeld, dann mal schön mit dem Wochenendausflug hier an den Timmendorfer Strand, da ist es, glaube ich, der ideale Weg. Gefährte. Er hat ja so eine, finde ich, typical Range, wenn er voll geladen ist, so bis zu 300 Kilometer easy, dann halt auch zügig und komfortabel. Alles darüber hinaus muss man natürlich dann schon sehr, sehr ökologisiert fahren. Wir schauen mal zwischendurch auf den Verbrauch und sind hier im Cityverkehr jetzt bei 49 Kilowattstündchen pro 100 Kilometer, wobei ich natürlich dazu sagen muss, wir haben natürlich auch immer mal schön hier auf den Pinsel gedrückt und das schlägt sich im Verbrauch nieder. Jetzt durch die Rekuperation, glaube ich, werden wir nachher dann einen wesentlich besseren Wert bekommen. Was mir natürlich auch gut gefällt, ist die 360-Grad-Kamera hier vom Volvo C40. Das heißt, wir können natürlich hier auch immer auf die Kamera umschalten. Leider ist die Rückfahrkamera, weil sie dann auch über dem Kennzeichenhalter ist, unter dem Kofferraumdeckel, so ein bisschen vom Sichtfeld eingeschränkt, hat aber einen schönen Fisheye-Effekt mit fast 180 Grad. Wir haben natürlich auch Hilfslinien zum Einparken. Und wir haben natürlich auch eine schöne Linie. Ihr seht, ich bin hier leicht schräg zur Bordsteinkante, wo man zumindest mal den Vorderreifen sehen kann. Leider nicht den Hinterreifen, weil gerade wenn wir im Sommer dann die dicke, fette Felge fahren, da wollen wir natürlich schauen, dass wir halt auch nicht zu nah an die Bordsteinkante kommen. Frontkamera haben wir auch, finde ich sehr, sehr gut, sehr hochauflösend. Noch besser als die Rückfahrkamera gestaltet. Da hätte Volvo vielleicht noch eine andere Position finden können, wo man einfach eine bessere Rücksicht hat. Ich zeige euch das nochmal. Und natürlich haben wir auch auf der linken Seite, wenn wir mal links einparken sollten, auch nochmal die Übersicht. Elbphilharmonie versprochen, Elbphilharmonie im Hintergrund mit dem Volvo C40. Ein traumhaft schöner Anblick. Da muss ich euch sagen, schaut hier nochmal in der Gesamtperspektive aufs Armaturenbrett. Das ist Volvo hervorragend gelungen. Und wir haben natürlich hier auch sämtliche System an Bord inklusive Totwinkel. Wir haben einen Abstandsregeltempomaten, der recht ordentlich funktioniert. Und wir haben wenigstens 180 km/h Höchstgeschwindigkeit. Da hat Volvo ja alle Fahrzeuge reglementiert, auch die Verbrenner auf 180 km/h. Der C40 fährt dann sogar Tacho zumindest 185 km/h. Und was halt auch toll ist, das wissen wir vom XC40, dass er halt komplett mit seinen 408 PS durchbeschleunigt bis zur Höchstgeschwindigkeit, da er sich keine Pausen gönnt wie andere Elektroautos, die dann irgendwie ab 120, 130 km/h Leistung einbüßen. Ich hoffe,
hoffe natürlich, und das habe ich auch bei Volvo natürlich höflich angefragt, ob wir den C40 mal 14 Tage testen dürfen. Dann würde ich gerne für euch natürlich eine ausgiebige Verbrauchsfahrt machen. Ich würde mit euch gerne einen Roadtrip machen. Natürlich die aktuelle Ladekurve dann abbilden, damit wir halt auch bestmöglich wissen, wie hat sich der C40 dann halt mal auf der Langstrecke bewährt. Und in Hamburg Hafen City wird gebaut. Da sind wir ja gut im Bauen und auch Volvo ist gut im Bauen des C40 Recharge. Und ja, wir kommen gleich natürlich auch zu euren Fragen, die wir über den Community Post nach dem Q&A gestartet haben. Wir wollen 2022 ein bisschen interaktiver mit euch agieren und haben zum ersten Mal diesen Community-Post gemacht und euch da nach Fragen zum C40 gestellt. Christian Weigel fragt, die Winterperformance wäre sehr interessant. Haben die Modelle mittlerweile eine Wärmepumpe und wie sieht die Ladekurve aus, wenn es kalt ist? Unsere Information ist, dass sie leider keine Wärmepumpe aktuell haben. Ladekurve müssen wir dann halt bitte verschieben, wenn wir das Fahrzeug haben. Ich weiß vom XC40, dass wir da 35 Minuten gebraucht haben, von 10% auf 80%. Nur mal ganz kurz die 150 kW im Peak hatten und dann sehr stark abgeflacht haben. Ja, nächste Frage von E-Mobility Factro, unser Kanalmitglied Markus. Übrigens, werdet gerne Kanalmitglied, eine wunderbare Form, uns und den Kanal hier zu unterstützen. Vielen Dank, Markus, für deine Treue. Auch da geht es in Richtung Verbrauch und Reichweite. Da denke ich mal, werden wir auch so um die 300 Kilometer mit vollem Akku schaffen. Ja, Marc Kaminski fragt, ob er dann, weil er öfters 135 Kilometer einfach zurücklegt, auf 300 Kilometer im Winter kommt. Ja, ich würde sagen, ja, Marc, das kommst du, wenn du natürlich vorsichtig mit dem Strompedal umgehst, weil wenn du die 408 PS ständig forderst, dann wird es natürlich schon recht schnell der Verbrauch höher gehen. Ja, Anja fragt, wie weit geht der Verbrauch runter mit kleineren Felgen? Ja, was ich euch sagen kann dazu ist, je kleiner natürlich die Felgendimension, je schmaler der Reifen, umso besser ist es natürlich dann auch in der Elektromobilität mit dem Verbrauch und der Reichweite. Also je kleiner, umso weiter ist da die Formel. Und das können schon 10, 20, 30 Kilometer dann Gesamtfahrleistung ausmachen. Frank Helbig schreibt, ich habe mir vor, mir den Volvo C40 mit Heckantrieb zu leasen. Da muss ich dich enttäuschen, Frank. Aktuell gibt es ihn nur als Allrad und der XC40 Single Motor, den werden wir heute auch noch filmen. Da kommt demnächst nochmal eine Review und ein Fahrbericht zu. Hat den Frontmotor mit dem Frontantrieb, sodass ich davon ausgehe, dass dann wahrscheinlich der C40 auch einen Frontmotor und Frontantrieb bekommt, auch mit gut 230 PS. Später mal nach der Markteinführung. Ja, Wilhelm Bornemann, mein Namensvetter, sei gegrüßt, lieber Wilhelm. Wie unterschiedlich ist der Verbrauch zwischen XC40 400 PS und dem 231 PS Single Motor? Das werden wir testen. Das kommt natürlich dann auch in der nächsten Review. Da würde ich dich gerne drauf hin verweisen. Und Lutz, wenn ich das hier richtig sehe, schreibt, die Felgen vom weißen Smiley Feuer Rakete. Sieht geil aus, ne? Wir sind wieder an unserem Ausgangspunkt angekommen und wollen natürlich zum Abschluss, jetzt bevor das große Fazit kommt, erstmal auf den Verbrauch schauen. Der ist natürlich nur bedingt repräsentativ, weil wir natürlich schon zeitlich sehr, sehr eingeschränkt waren. Wir haben hier im Prinzip 44 Minuten Fahrzeit gehabt für 10,2 Kilometer, ist natürlich eine Durchschnittsgeschwindigkeit von 15 km/h und haben hier 30,4 Kilowattstunden verbraucht. Ich habe ja den manuellen Tageskilometerzähler entsprechend natürlich zurückgesetzt. Ich glaube, dadurch, dass wir am Anfang auch mal ein bisschen die Power für euch gezeigt haben, ein bisschen getestet haben, dass man hier gut und safe mit 25 Kilowattstunden im Winter, wir haben 5, 6 Grad aktuell, das dürfen wir nicht vergessen, verbrauchen. Und ihn dann aber im Sommer, wo wir natürlich wesentlich wärmere Temperaturen haben, wo der Akku sich wohler fühlt, wo wir dann sicherlich auch Richtung 20 kW
in die Richtung runterkommen. Wir dürfen nicht vergessen, 2,2 Tonnen ist das Leergewicht, plus ein Olli 99,9 Kilo, plus ein Steffen 90 Kilo. Da sind wir hier schon fast Richtung mit Kamerakoffer und allem bei 2,5 Tonnen. Und die müssen wir natürlich auch immer in der Masse beschleunigen und bremsen. Das verliert sich dann natürlich so ein bisschen über Land, respektive halt auch bei einer gleichbleibenden Geschwindigkeit auf der Autobahn, wo ich sagen würde, jetzt einfach mal so Winterverbrauch, Volvo C40 plus minus 25 Kilowattstunden. Und da kommen wir auch zum Fazit. Ihr seht es hier vom C40 nochmal diese schöne Coupé-Linie mit dem angedeuteten Heckspoiler, wo sich die Scharniere drunter verbergen. Hier schön mit der Spoilerlippe und den schönen Rücklichtdesign vierfach unterteilt. Ja, mir gefällt der Volvo C40 sehr, sehr gut. Ich finde ihn sogar noch ein bisschen eleganter, noch ein bisschen sportlicher als die XC40 Limousine, ja seinem Brüderchen, so will ich ihn mal nennen, weil sich ja viele Daten von den beiden Fahrzeugen schon sehr, sehr ähnlich sind. 408 PS Power hat Volvo auch mit Power umgesetzt. Wir haben also hier den absoluten Tesla-Effekt. Put the Hebel on the Strompedal und dann geht die Marie nach vorne und das richtig brachial. Kopf in Nacken, richtig gut Volvo. Die 660 Newtonmeter, die sind eigentlich permanent bis zur Höchstgeschwindigkeit dann vorhanden. Das wissen wir ja aus dem XC40. Ja, ausführlich fahren müssen wir ihn in jedem Fall. Wir müssen auf jeden Fall die Verbrauchsfahrt nachholen. Dann natürlich auch mit der entsprechenden Ladekurve, weil wir ja heute nur erstmal so ein erstes Kopf-Bauch-Gefühl für den C40 bekommen wollen. Da aber, glaube ich, viele, viele Daten aus dem XC40 übernehmen können. Und da findet ihr ja in der Playlist diverse Videos, sodass ihr das auch immer wieder dann adaptieren könnt. Und schon mal vorab, bevor wir dann die große, lange Testfahrt mit dem C40 machen, schon mal habt. Ja, ansonsten, was ist mir aufgefallen? Leider ein bisschen viel Hartplastik im Innenraum, auch harte Kunststoffe, teilweise wie der Klappe zum Handschuhfach dann halt auch so ein bisschen scharfkantig. Da, glaube ich, könnte Volvo noch ein bisschen was verbessern. Auch so in der Darstellung des Infotainment-Display, gerade beim Fahrer-Display, nur mit den zwei Anzeigen, das ist mir ein bisschen wenig. Aber was natürlich mega, mega geil ist, ist das Android Automotive-System. Ich glaube, wenn da in dem Play Store noch mehr Apps kommen, die ja schon seit einem Jahr eigentlich angekündigt sind, inklusive YouTube, dass ihr in der Ladeweile dann an der Ladesäule auch gerne einfach elektrisch Videos gucken könnt, dann, glaube ich, wird diese Multifunktionalität nochmal gewährt. Ihr habt ein stylisches, modernes Auto mit einer der besten Sprachbedienungen, einer der schnellsten Google Maps Navigationen, die es im Autobereich zu finden gibt. 62K ist natürlich Premium, ist natürlich auch eine entsprechende Kategorie, aber es spricht natürlich auch vielleicht an eine Zielgruppe an, die sich das Auto leisten kann. Volvo bietet ja auch hier tolle Abo-Modelle an, die, glaube ich, auch inzwischen sehr gut nachgefragt sind, neben Leasing und attraktiven Finanzierungskonditionen. Und der Vorteil bei Volvo ist auch, dass man nach wie vor beim Volvo-Partner auch, finde ich, attraktive, gute Nachlässe bekommt. Lieferzeit müssen wir mal schauen, da müsst ihr schnell mal beim Volvo-Händler nachfragen. An der Alster haben wir begonnen und an der Alster enden wir. Wir sind am Ende der heutigen Ausgabe mit dem Volvo C40. Ich darf mich bei euch fürs Zuschauen bedanken. Ich darf mich auch bei euch bedanken für die Community-Fragen. Ich hoffe, ihr bewertet das Video mit einem Daumen hoch. Ich würde mich freuen, wenn ihr noch nicht Teil der Einfach Elektrisch-Community seid. Kommt gerne dazu. Wir haben Platz für euch alle. Hier seid ihr gut aufgehoben, wenn ihr euch für die Elektromobilität interessiert. Und ich sage nochmals, danke fürs Zuschauen. Bleibt gesund. Bis bald. Euer Olli. Okay.